kommen Sie gerade her? Ich komme gerade aus dem Bundestag. Wir hatten heute Morgen die Abstimmung über die Pkw-Maut. Und ja, ich musste für Ja stimmen, weil die CSU dieses Projekt ja unbedingt durchsetzen wollte. Okay, das sind dann auch so Themen, wo man sagt, okay, das gehört zum politischen Alltag dazu. Ich weiß, dass ich persönlich wahrscheinlich anders gestimmt hätte, aber im Rahmen der Zusammenarbeit der Koalition stimmt man dann eben doch dafür. Ja, schon mit der geballten Faust in der Tasche. Also ich halte das ganze Projekt für Quatsch. Ich glaube auch ehrlicherweise, dass es nicht kommen wird, dass es Europa noch Einsprüche geben wird. Aber ja, es stand im Koalitionsvertrag, dem haben wir zugestimmt. Wir haben den Mindestlohn bekommen, wir haben andere Sachen bekommen in dieser Legislatur. Und ich glaube, wichtig ist, dass man vertragstreu bleibt. Und das wollten wir damit dann eben doch zeigen. Können Sie dann nach solchen Tagen auch entweder abschalten und runterfahren oder ist man eigentlich in so einer konstanten Anspannung und verarbeitet auch im Nachhinein die Themen und überlegt, was wäre gewesen, wenn? Ja, man verarbeitet schon sehr viel. Also, aber ich meine, Maut ist jetzt kein Thema, was mich irgendwie tagelang beschäftigt. Mhm. Es gibt andere Sachen im Bereich der Verteidigungspolitik zum Beispiel. Also ich weiß, ich komme aus Munster, das ist eine Bundeswehrstadt. Als wir mal 2000 Soldaten nach Afghanistan geschickt haben aus Munster, das hat mich wochenlang beschäftigt, weil man ja auch eine persönliche Verantwortung trägt dafür. Aber eigentlich komme ich ganz gut dann nach so einer Sitzungswoche wieder runter. Ja. Sie haben gerade Verteidigungspolitik angesprochen. Sie sind ja auf der anderen Seite, wenn man das so nennen möchte, auch Netzpolitiker. Ja. Ist das für Sie so, dass zwei Themen, die gut zusammenpassen, oder sehen Sie da auch dann schon einen inhaltlichen Bruch, den man auch mal gut geruckt bekommen muss bei der inhaltlichen Spannbreite? Also ich mache das ja beides seit 8 Jahren. Ja. Ich musste immer erklären, warum ich beide Themen mache. Mhm. Mittlerweile sagen, ist allen klar, Verteidigung hat auch was mit Cyber, mit Digitalisierung zu tun. Frau von der Leyen baut ja ein eigenes Kommando auf gerade. Also das läuft mittlerweile sozusagen parallel. Und es ist eine Spannbreite, aber beide Themen sind unwahrscheinlich spannend. Also ich habe für beide Themen großes Interesse und ja, insofern lässt sich das gut vereinbaren. In der Aufteilung dann auch 50-50 von der Verteilung des Herzens als Herzensthema? Oder? Nee, eher Netzpolitik. Netzpolitik, ich meine, da bin ich Sprecher und das ist dann schon eine größere Verantwortung. Und da habe ich vielleicht 80% der Zeit sogar und Verteidigung läuft nebenbei. Generell wird ja alles gern gelabelt und die Netzpolitiker galten ja dann, als das alles hochkam, als die jungen Wilden. Ja. Finden Sie solche Bezeichnungen eher albern oder sagen Sie sich, ja, ich bin natürlich jung und wild bin ich allemal? Was ist das? Naja, mit 39 bin ich irgendwie gefühlt nicht mehr so jung. Aus meiner Sicht schon. Und wir haben das Thema schon vorangebracht und da muss man noch mal und sagen, wild sein, da muss man mal vorpreschen, da muss man noch mal provozieren. Das ist dann aber auch wichtig, um so ein Thema auch im Parlamentarischen zu verankern. Ja. Aber ich würde mich jetzt selbst nicht mehr als jung und wild bezeichnen. Ich wäre jetzt auch seit 8 Jahren dabei, da wird man noch mal sagen, auch normaler Abgeordneter. Und das Thema Netzpolitik ist jetzt auch in der Mitte des Parlaments angekommen. Es gibt ja keine Rede der Kanzlerin oder von Martin Schulz oder Sigmar Gabriel mehr, wo nicht Digitalisierung ganz zentral ist. Das ist schon mittlerweile kein Nischenthema mehr. Da habe ich auch noch gleich eine Frage, aber zuvor eine andere. Sie sind, wie Sie es gerade gesagt haben, auch schon länger im Parlament. Was wissen Sie heute über Politik, was Sie damals nicht wussten oder noch nicht wussten? Dass man ganz viel in Sitzungsräumen sitzt und koordiniert, Tagesordnung vorbereitet, bespricht, absprechen muss. Da hatte ich damals ein ganz anderes Bild. Also ich dachte, man kann doch eigene Ideen viel schneller voranbringen, man kann Sachen schneller durchsetzen in der Politik und es gibt so viele Beharrungskräfte und das ist vielleicht für eine Demokratie auch alles gut, aber da lernt man hier sehr schnell, dass man anders agieren muss, als man das eigentlich dachte. Wächst man da rein oder ist es auch jedes Mal aufs Neue auch anstrengend zu erkennen, man würde selbst Dinge schneller voranbringen, aber aufgrund der Konstellationen geht es halt nur so schnell, wie es im Parlament geht. Genau, also man muss lernen, sich im Parlament zu bewegen und in der Demokratie. Aber da kommt man, also das kann man noch gar nicht wissen. Ja? Man kommt als junger Mensch hierher und denkt, man hat gute Ideen und alle warten eigentlich nur auf diese Ideen und man kann die schnell durchsetzen. Und da hat man halt gelernt, das funktioniert hier ganz anders. Ja. Würden Sie sagen, dass Sie heute abgezockter sind als damals? Nee, abgezockter wahrscheinlich war ich damals sogar eher. Aber heute bin ich, sozusagen auch, habe ich gelernt, wie man sich im parlamentarischen Raum bewegt und dann auch erfolgreich Politik durchsetzen kann. Mhm. Und da muss man halt gewisse Spielregeln für auch lernen dann, ja. Sie hatten auch mal gesagt, Netzpolitik muss Gesellschaftspolitik werden. Hm. Haben wir das schon erreicht, beziehungsweise was heißt das eigentlich? Na, es heißt erstmal sich bewusst zu machen, dass Digitalisierung
alle gesellschaftlichen Bereiche verändert. Wir haben jetzt gerade eine intensive Debatte, die beginnt über den Arbeitsmarkt. Verlieren Leute eigentlich über Digitalisierung die Jobs? Wie geht man damit um? Recht auf Weiterbildung? Das sind alles so Punkte, wo ich schon sehe, wir diskutieren nicht über so ein Nerd-Thema, über ein digitales, technisches Thema, sondern es betrifft einfach jeden in dieser Gesellschaft. Bildung ist ein ganz großer Bereich, aber auch Mobilität, Gesundheitsbereich. Und da finde ich schon, dass es immer deutlicher wird, dass es gesellschaftspolitisch ist. Und den Zustand haben wir noch nicht erreicht, dass es jeder verinnerlicht hat, aber viel mehr als vor 8 Jahren. Sie sind auch in den sozialen Netzwerken logischerweise aktiv. Haben Sie dennoch schon mal auch digitales Fasten betrieben oder finden das digitales sinnvoll? Fasten, ja. Ja, einfach mal einen Monat auf Twitter verzichten oder nicht präsent sein, oder sind das Gedanken, wie Sie sagen, ist albern? Entweder man ist dabei oder nicht, aber muss jetzt nicht so ein Mal-Mal-Ja, Mal-Nein machen. Also nicht digitales Fasten in dem Sinne, dass ich meinen Twitter-Account jetzt abgemeldet habe für einen Monat, aber ja. Wenn ich im Urlaub bin, versuche ich schon, mein Handy auch im Safe irgendwie liegen zu lassen. Und ansonsten bin ich jetzt niemand, der irgendwie versucht, das so strikt zu trennen. Ich bin erreichbar, ich will auch ansprechbar sein, aber es gibt natürlich auch genug Situationen, wo ich das Handy mal weglege und dann sage, jetzt konzentriere ich mich auf das Gespräch. Wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin, wenn ich da mit Bürgern rede, dann hat das Handy da nicht zu suchen. Aber hier im politischen Berlin hat man das Handy schon meistens bei sich und es ist ja auch ein Arbeitsinstrument. Gehört dann dazu, so. Genau. Absolut. Blick nach vorne, Wahljahr. Wahlkampf. Sie kandidieren wieder für den Deutschen Bundestag? Ja, genau. Freuen Sie sich auf die heiße Phase des Wahlkampfs absolut. Oder haben Sie auch Respekt für das, was dann letztendlich alles an Energie aufgebracht werden muss? Na, das wird anstrengend. Das weiß ich ja aus 2 Wahlkämpfen, die ich schon geführt habe, auch als Wahlkreiskandidat. Ich habe jetzt angefangen mit Hausbesuchen. Also ich gehe jetzt schon von Tür zu Tür, rede mit den Leuten. Das macht super viel Spaß und ich mag diese Wahlkampfphasen, weil sie sehr energisch sind, weil sie auch sehr fordernd sind und man da aber auch viele Menschen erreichen kann. Also ich habe da Bock drauf und ja, für eine schöne Zeit. Das heißt, und jetzt hat die SPD Rückenwind, das heißt, es wird noch mal umso besser. Ja. Also, weil es natürlich auch noch ein paar Wochen bis dahin sind, aber letztendlich im Wahlkampf sind Sie dann auch jemand, der sagt, natürlich das persönliche Gespräch überzeugt, der Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern, und dann ist auch Social Media eine Facette von vielen, aber nicht das alleinige Moment. Mittel. Oh! Cent gefunden. Also den Cent nicht her. Glück für den Wahlkampf. Ja, also persönliches Gespräch geht vor. Ich klinge gerne an den Haustüren, aber es sind doch immer mehr Wählerinnen und Wähler, die auf mich zukommen über Social Media, Facebook, ganz wichtig. Da will ich erreichbar sein. Also jeder Kontakt, den man zum Wähler hat, wo man auch mit Leuten ins Gespräch kommt, ist wichtig, und die sozialen Netzwerke spielen dann eine immer größere Rolle. Ich bin gespannt, ab wann wird es so richtig, dann geht es richtig los. Man spürt wahrscheinlich im Parlament auch jetzt schon, dass Wahljahr ist und dass die Gemüter schneller erhitzt sind als noch vor einem Jahr, oder? Also seitdem Martin Schulz quasi auf der Bühne ist und seitdem die Umfragewerte für die SPD steigen, ist die CDU nervös und wir sind im Wahlkampf. Aber wir müssen jetzt noch ein paar Gesetze machen und ich denke mal, so ab Juli wird es dann die richtig heiße Wahlkampfphase. Ich danke Ihnen für die 400 Meter. Sehr und gerne. Noch eine letzte Bitte. Haben Sie jemanden, den Sie empfehlen könnten, um ein weiteres Interview mit mir zu machen? Muss das ein Abgeordneter sein oder ein Fastabgeordneter? Ein Abgeordneter wäre gut. Dann würde ich. Wobei, oder wir legen es auch gern, wir sind ja flexibel, also ich würde zeitlich ja nach die Wahl. Oder ans Herz legen den Tim Renner, den Sie ja, glaube ich, auch kennen, der mit mir den Kreativpakt zusammen gemacht hat, 2009 bis 2013, und der jetzt für den Bundestag kandidiert und, glaube ich, auch ein sehr spannender Gesprächspartner ist. Unter Gremienvorbehalt sage ich mal zu, aber ich denke, das ist auch ein spannendes Interview. Gut, vielen Dank. Vielen Dank.